zum zweiten Mal zur MPU. Sie waren schon mal bei der MPU, welche Sie positiv abgeschlossen haben, und jetzt ist die Fahrerlaubnis wieder weg. Wenn Sie erfahren möchten, was jetzt auf Sie zukommt und ob Sie sich mit dem damaligen Delikt auch wieder beschäftigen müssen oder nicht und welche Frage Ihnen garantiert gestellt wird, das klären wir in diesem Video. Nach dem Intro geht es los, also bleiben Sie dran. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Slewinski und ich bin hier bei MPU Erfolgsformel Gastgeber. Hier auf diesem Kanal geht es vorrangig um die MPU-Vorbereitung, das Gespräch mit dem Gutachter, die medizinische Untersuchung, die Leistungstests sowie alle behördlichen Angelegenheiten rund um die MPU-Anordnung. Und im weitesten Sinne natürlich auch um Ihr Verhalten im Straßenverkehr, damit auch Sie die MPU beim ersten Mal bestehen. Wenn also die MPU gerade Ihr Thema ist, dann sollten Sie jetzt genau den Kanal abonnieren und auch noch die Glocke drücken. Dann sind Sie informiert, wenn ich für Sie wieder ein Video hochlade. Bitte schauen Sie sich das Video bis zum Ende an, damit Sie keine wichtigen Informationen verpassen. Erst einmal vielen Dank an Sie, dass Sie den Kanal so fleißig abonnieren und die Videos liken. Heute haben wir die ersten 1000 Abonnenten zusammenbekommen. Vielen Dank dafür, das freut mich sehr. Das motiviert mich weiterzumachen und Ihnen Informationen zur Verfügung zu stellen, die Sie möglicherweise woanders nicht erhalten werden. Also Abo dalassen und den Daumen nach oben. Vielen Dank dafür. Jetzt geht es weiter mit unserem heutigen Thema. In der Regel versucht man nach einer positiven MPU seine Vorsätze einzuhalten, um nicht noch einmal zur MPU zu müssen. Bei manchen Betroffenen schleichen sich jedoch mit der Zeit die alten Gewohnheiten wieder ein, sodass irgendwann erneut erhebliche Zweifel an der Feignung sichtbar werden. Wenn Sie beispielsweise nach einer positiven Alkohol-MPU erneut das Trinkverhalten verändern und dann wieder alkoholisiert am Straßenverkehr teilnehmen, dann sind Sie ein Wiederholungstäter. Da sind Sie möglicherweise wieder rückfällig geworden. Das ist dann noch einmal die gleiche Fragestellung wie beim ersten Entzug der Fahrerlaubnis. Es gibt aber auch Betroffene, die beispielsweise aufgrund eines Alkoholdeliktes bei der MPU waren und einige Zeit später beispielsweise eine Unfallflucht begehen, dadurch wird die Fahrerlaubnis entzogen und eine MPU angeordnet. Also ein anderes Delikt. Das ist dann einmal eine Alkoholfragestellung und jetzt eine Straftat. Macht es eigentlich einen Unterschied, ob Sie aufgrund eines gleichen Deliktes erneut zur MPU müssen oder aufgrund eines anderen? Wie verhält es sich bei der MPU? Nun, bei der MPU hat der Gutachter natürlich alle Unterlagen erhalten und in der Regel, wenn die erste MPU noch nicht so lange her ist, dann sieht der Gutachter das erste Gutachten und hat alle Informationen, die er braucht und die er natürlich auch auswertet und in die Begutachtung einbezieht. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein Wiederholungstäter sind oder das Delikt ein anderes war. Sie müssen bei der MPU darlegen, was damals vorgefallen ist, was die Ursachen für das damalige Verhalten waren. Darüber hinaus müssen Sie darlegen, wie es zu dem weiteren Delikt gekommen ist und was hierfür die Ursachen waren. Möglicherweise sind die Ursachen ähnlich und da muss man prüfen, warum es zur Fortsetzung des Verhaltens gekommen ist, warum Sie Ihre Vorsätze nicht einhalten konnten. Viele Betroffene haben das gar nicht auf dem Schirm, dass der Gutachter sehr konkrete Fragen zum ersten Delikt stellen wird. Die MPU war ja positiv. Und so verhalten sich viele Betroffene bei der MPU. Wenn der Gutachter fragt, und das macht er auch, warum die erste MPU angeordnet wurde, dann kommt sehr oft eine oberflächliche und ausweichende Antwort von den Betroffenen. Das war damals ein Alkoholdelikt mit 1,6 Promille. Aber ich habe ein positives Gutachten erhalten. Die Betroffenen glauben, dass sie die Frage beantwortet haben. So ist es aber nicht. Der Gutachter möchte alle Einzelheiten von Ihnen wissen, was damals vorgefallen ist, was die Ursachen damals waren und was Sie sich vorgenommen haben, also welche Vorsätze Sie sich gemacht haben und eine weitere Auffälligkeit auszuschließen. Und dann erst, wenn er verstanden hat, warum Sie damals das positive Gutachten erhalten haben, beschäftigt er sich mit dem neuen Delikt. Und dabei ist es egal, ob es eine Alkoholauffälligkeit ist, ob Sie aufgrund von zu vielen Punkten die Fahrerlaubnis verloren haben oder ob es eine Straftat war. Der Gutachter muss herausfinden, wie es zur weiteren Auffälligkeit gekommen ist. Gerne wird die Frage gestellt,
Wie erklären Sie sich, dass ausgerechnet Sie so häufig auffällig wurden und dabei auch mehrfach massiv? Bei so einer Frage bezieht sich der Gutachter dann auf alle Delikte, sowie auf die erste MPU. Wenn Sie dem Gutachter deutlich machen können, warum gerade ausgerechnet Sie immer wieder sich in diese Problematik manövriert haben, können Sie auch neue Vorsätze deutlich machen, die eine erneute Auffälligkeit wiederum ausschließen werden. Sie brauchen dann neue Argumente und Vorsätze, um ein weiteres Mal ein positives Gutachten zu erhalten. Das heißt, je öfter ein Betroffener zur MPU geht und diese positiv abschließt, umso schwieriger ist es, eine weitere MPU zu bestehen. Bei manchen Betroffenen ist die MPU so lange her, dass sie in der Akte nichts darauf hinweist. Lediglich steht in der Akte, dass sie die Fahrerlaubnis erhalten haben, also Erteilung der Fahrerlaubnis. Bei diesem Sachverhalt stellt sich vielen die Frage, ob man das mitteilen sollte oder nicht. Es steht ja nichts in der Akte. In der Regel werden Sie bei der MPU gefragt, ob Sie schon mal bei der MPU waren oder Sie schon mal aufgefallen sind. Es ist verlockend, die Frage mit Nein zu beantworten. Warum soll man sich selbst belasten? Das Problem ist hierbei jedoch, wenn Sie die Frage, ob Sie schon mal aufgefallen sind, mit Nein beantworten, könnte das ja schneller zu einem positiven Gutachten führen. Wenn Sie aber das Gutachten bei der Fahrerlaubnisbehörde einreichen, wird der Sachbearbeiter das auswerten und feststellen, dass Sie nicht die Wahrheit gesagt haben und erkennt das Gutachten nicht an. Bei der Behörde weiß man in der Regel, dass Sie schon mal bei der MPU waren. Die Behörde darf es aufgrund von Verjährungsfristen nur nicht an die Begutachtungsstelle weiterleiten, weil in der Regel eine Aktenbereinigung stattfindet, bevor diese zur Begutachtungsstelle geht. Das ist ein Risiko, Delikte zu verheimlichen. Es gibt Betroffene, die damit durchkommen und es gibt Betroffene, die auffliegen. Jedenfalls kommt dann ein weiterer Negativeintrag in die Fahrerlaubnisakte, mit dem Sie sich bei einer erneuten Begutachtung beschäftigen müssen. Wenn Sie also schon mal die Fahrerlaubnis verloren haben und die MPU positiv abgeschlossen haben, sollten Sie damit rechnen, dass die erste MPU ein großes Thema bei der MPU wird, auch wenn es ein anderes Delikt war. Also unbedingt eine Akteneinsicht anfordern, bevor es zur MPU geht. Wenn Sie erfahren möchten, was Sie jetzt erwartet nach so einem Delikt oder Sie Hilfe bei der MPU-Vorbereitung benötigen, damit auch Sie die MPU beim ersten Mal bestehen, dann vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir am Telefon oder per Zoom-Call und wir schauen uns gemeinsam an, wie Sie Ihr Ziel ohne Umwege erreichen können. Einen Link finden Sie wie immer unten in der Beschreibung. Wenn Ihnen das Video geholfen hat, dann freue ich mich auch heute über einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrer Reise zurück zum Führerschein. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis bald. Thank you.